Hallo und herzlich willkommen bei Marens Schwabengarten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch gemeinsam meinen Knoblauch in die Erde bringen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Jetzt im Oktober ist die perfekte Zeit, um den Winterknoblauch in die Erde zu bringen, damit wir nächstes Jahr auch wieder richtig schöne, dicke Knollen ernten können. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Ich starte bei mir als erstes mit der Beetvorbereitung. Wenn mein Beet, wo der Knoblauch hin soll, abgeerntet ist, dann wird es erstmal ordentlich aufgelockert. Bei mir, ich habe ja einen total festen, lehmig-tonigen Boden, gehe ich da zuerst mal mit der Broadfork durch und dann mache ich das Ganze noch ein bisschen kleiner, mit dem Spaten zum Beispiel oder auch mit der Grabegabel, das geht ganz wunderbar. Für den Knoblauch muss das Beet auch gar nicht so feinkrümelig wie bei einer normalen Aussaat sein. Das heißt, so eine mittlere Struktur ist hier vollkommen ausreichend. Ich gebe dann gerne noch ein paar Hornspäne und ein bisschen Gesteinsmehl mit auf die Oberfläche und die arbeite ich dann gleich mit ein. Knoblauch mag es locker und warm. Das heißt, keine Böden, die zu viel Staunässe neigen, denn da kann es auch schon mal passieren, dass die Knollen dann faulen. Bei mir, ich habe ja wirklich einen sehr, sehr dichten Boden, klappt das trotzdem. Ich setze ihn einfach nicht zu tief und da habe ich bis jetzt richtig gute Erfahrungen mitgemacht. Außerdem ist der Knoblauch ein Flachwurzler. Das heißt, wenn ihr einen Boden habt, der sehr viel Sand enthält, dann könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen organisches Material mit einarbeiten, denn so trocknen die Wurzeln nicht zu schnell aus. Knoblauch ist ein Mittelzehrer und der mag es total gerne so von März bis Mai nochmal eine Düngergabe in Form von einem Flüssigdünger oder aber auch von einer Pflanzenjauche zu bekommen. Vorsicht ist geboten bei Stallmist oder bei zu starken Düngern, die mag der Knoblauch nicht so gerne. Bei mir reichen die Hornspäne vollkommen aus jetzt als Langzeitdünger. Das klappt richtig gut. Als Vorfrucht eignen sich wunderbar Getreide oder auch Hülsenfrüchte. Zum Beispiel nach euren Bohnen im Herbst wäre das ideal. Wichtig ist auch, dass ihr eine Anbaupause von ungefähr 4 bis 5 Jahren einhaltet. Das heißt, da, wo jetzt der Knoblauch hin soll, da sollten im Idealfall 4, 5 Jahre keine anderen Zwiebelgewächse gewachsen sein. In der Mischkultur passen wunderbar Salate, Möhren, aber auch die Erdbeeren zum Knoblauch. Nicht so gerne mag er Kohl und andere Zwiebelgewächse. Die solltet ihr ein bisschen entfernt pflanzen. Der richtige Anbauzeitpunkt für Knoblauch, der hängt ein bisschen von eurer Sorte ab. Es gibt Frühlingsknoblauch und Winterknoblauch. Frühlingsknoblauch, der wird im Frühjahr so ungefähr zwischen März und April in die Erde gebracht und im selben Jahr noch geerntet, so ungefähr im Juli, August. Der hat den Vorteil, dass er nicht über den Winter im Beet stehen muss und es geht natürlich viel schneller, aber es könnte passieren, dass ihr ein kleines bisschen kleinere Knollen habt. Auf der anderen Seite ist er deutlich weniger anfälliger für Schädlinge, also für Einsteiger ist das total zu empfehlen. Der Winterknoblauch, der bleibt über den ganzen Winter stehen. Das ist der, den wir jetzt gleich in die Erde bringen können. Der Vorteil ist natürlich, dass der schon einen deutlichen Vorsprung im Frühjahr dann hat, weil der schon eingewurzelt ist und man kann auch meistens ein bisschen größere Knollen ernten. Allerdings kann es natürlich passieren, wenn ihr einen sehr, sehr nassen Winter habt, dass der die ein oder andere Zehe mal fault. Bei mir hat das bis jetzt immer wunderbar geklappt. Ich habe beide Sachen schon ausprobiert und ich habe bis jetzt mit dem Winterknoblauch die besseren Erfahrungen gemacht. So richtig viele Schädlinge hat der Knoblauch nicht. Es gibt die Knoblauchfliege und die Lauchminierfliege. Die können mal ihre Eier in den Knoblauch legen und dann wächst er auch nicht mehr schön und ist so ganz verwrungen in sich. Wenn ihr damit ein Thema habt bei euch im Garten, dann könnt ihr einfach ein Netz überspannen und dann bleiben die Fliegen fern.
Für Viruserkrankungen und für bodenwürdige Erkrankungen, da ist einfach wichtig, dass ihr wirklich die Anbaupause einhaltet und dann habt ihr das auch schon wirklich deutlich verringert, das Risiko, dass die sich da gegenseitig anstecken. Wenn ich meinen Knoblauch dann in die Erde setze, dann ziehe ich mir zunächst erstmal rein. Die haben einen Abstand von so 20 bis 25 cm. Der Knoblauch selbst hat einen Pflanzabstand von ungefähr 10 bis 15 cm. In die Reihen, da stecke ich dann meinen Knoblauch. Und zwar ist es da wichtig, darauf zu achten, dass der richtig rum in die Erde kommt. Das könnt ihr ganz einfach hier erkennen. Hier unten, wo diese Fläche ist, da kommen die Wurzeln raus. Das heißt, so rum steckt ihr ihn dann in die Erde und hier oben wächst dann nach und nach das Grün raus. Die Pflanztiefe beträgt ungefähr 5 bis 8 cm. Ich nehme in meinen Beeten gerne 5 cm, denn so sind die Zehen einfach ein bisschen weiter oben und die Gefahr, dass sie faulen, ist ein bisschen geringer. Nachdem ich den Knoblauch gepflanzt habe, wird er nur leicht angedrückt, damit er eine gute Verbindung zur Erde bekommt und anschließend natürlich noch leicht angegossen. Geerntet wird so Mitte Juli bis Anfang August. Das Laub, das verfärbt sich dann, es wird von grün zu leicht gelb und trocknet auch aus. Und wenn das ungefähr zu zwei Dritteln trocken ist, dann ist eine wunderbare Zeit, den Knoblauch zu ernten. Nach der Ernte lasse ich ihn gerne noch zwei, drei Tage liegen zum Abtrocknen. Dabei achte ich darauf, dass er nicht in der direkten Sonne liegt, denn da ist es mir tatsächlich schon passiert, dass die dann matschig geworden sind, weil sie Sonnenbrand bekommen haben. Wenn der Knoblauch dann trocken ist, dann kann man ihn zum Beispiel zu schönen Zöpfen zusammenflechten. Aber was ich gerne mache, ich streife einfach die ganze Erde ab, schneide oben das Grün von den Zehen ab und lege sie bei mir in der Küche schön warm, dunkel und trocken in den Vorratsschrank. Und da hält der Knoblauch sich gute 6 bis 8 Monate. Manchmal schaffe ich es sogar bis zur nächsten Saison, mich vollkommen selbst mit Knoblauch zu versorgen. Sorten, die ich bisher angebaut habe, sind der Messidor und der Terrador. Den Terrador habe ich jetzt schon das dritte Jahr im Anbau und mit dem bin ich so zufrieden. Der funktioniert hier auf diesem Boden wirklich richtig, richtig gut. Also wenn ihr einen ähnlichen Boden habt wie ich, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich aussprechen kann. Einen besonderen Knoblauch, den möchte ich euch jetzt aber auch noch vorstellen und das ist der Elefantenknoblauch. Elefantenknoblauch macht riesige Zehen, die werden locker mal so groß wie hier diese ganze Knolle vom Knoblauch, sind aber deutlich milder im Geschmack. Der Elefantenknoblauch, der sieht einfach wunderbar aus. Der gehört botanisch eher zu den Sommerlauchgewächsen und sieht auch ein bisschen so aus. Den kann man schon mal verwechseln. Der wird so groß, wie ich es bin, bis zu 1,50 Meter tatsächlich. Und der blüht einfach ganz, ganz wunderschön. Ich baue den bei mir gar nicht unbedingt an, um ihn dann zu essen, sondern einfach, weil er so schön blüht. Das ist für mich immer eine richtige Augenweide. Und die ganzen Bienchen, die tummeln sich auch immer um die Blüte. Also, wenn ihr Lust auf etwas Besonderes habt, dann probiert gerne mal den Elefantenknoblauch aus. Kann ich euch wirklich empfehlen. Ihr Lieben, der Knoblauch ist in der Erde und kann jetzt wunderbar anwachsen. Und ich freue mich schon auf die Ernte im nächsten Jahr. Habt ihr euren Knoblauch schon gepflanzt? Welche Sorten baut ihr denn gerne an? Und seid ihr eher Team Frühlingsknoblauch oder Winterknoblauch? Schreibt mir das doch gerne wieder in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, geht raus in den Garten, buddelt in der Erde und pflanzt euer eigenes Stück Gartenglück. Bis zum nächsten Mal. Ciao.